Zeit mal wieder über einen schlechten Anime zu reden. Reden wir über Diabolic Lovers. Eine Anime-Adaptierung von einer Visual Novel. Da ich nie die Visual Novel angeschaut habe, werde ich mich hauptsächlich bei diesem Review auf den Anime konzentrieren. Natürlich muss ich auch noch dazu erwähnen, dass ich mehr oder weniger spoilern werde, also wenn du das Bedürfnis hast, dir diesen Anime anzuschauen, wäre es gut, jetzt umzuschalten. Oder auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir total egal. Nun, verschwenden wir keine Zeit und fangen wir an. Die Geschichte ist in etwa so. Yuriko Mori wurde zu einer Villa geschickt, wo sie von nun an leben soll, nachdem ihr Vater außerhalb des Landes Arbeit bekommen hat. Es stellt sich im Endeffekt heraus, dass die Villa von 6 Vampiren bewohnt wird. 6 Vampire, die gleich nach der Ankunft Yui schlecht behandeln. Ihr wird gedroht, dass, wenn sie abhauen sollte, werden die Vampire sie umbringen. Und sie wird simpel hier festgehalten, weil sie ihr Blut mögen. Der Rest ist eine Serie aus Szenen, die ehrlich gesagt schwer anzuschauen sind. Nicht weil es schockierend oder empörend ist, sondern weil es einfach langweilig ist. Aber kommen wir dazu erst später. Ich will ehrlich zu euch sein. Als ich mir die Beschreibung bei TV Tropes in der Schrecklich-Kategorie angeschaut habe und gelesen habe, dass es ein Anime ist, was Brutalität in der Beziehung und Stockholm-Syndrom verherrlicht und absolut sexistisch ist, habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal an. So habe ich mir beide Staffeln angeschaut, wo ich erwartet habe, dass ich über den ganzen Anime schockiert und empört bin. So ähnlich wie man normalerweise reagieren würde, wenn man sich die erste Episode von Goblin Slayer anschaut. Stattdessen habe ich einen relativ milden Riona-Anime angeschaut, wo ich mich anstrengen musste, um wiederzugeben, was überhaupt in diesem Anime passiert. Für diejenigen, die nicht wissen, was Riona ist, nun, es ist ein Fetischgenre, was sich hauptsächlich darauf spezialisiert, Charaktere auf physische und sexuelle Weise zu foltern. Oftmals wird dies auf eine Weise getan, dass das Opfer dabei nicht stirbt. Doch manchmal überschneidet es sich mit Guru. Sicherlich wundern sich jetzt einige, warum ich das überhaupt erzähle. Nun, sagen wir es mal so. Man kann sich nicht wirklich bei einem Anime über den, sagen wir jetzt mal, grausamen Umgang mit weiblichen Hauptcharakteren beschweren, wenn dies der Hauptgrund ist, warum diese Anime überhaupt existiert. Es ist genauso, als würde ich mich über ein Rollenspiel darüber beschweren, dass es zu viel Text und Story gibt, oder dass man in einen Plattformer springen soll. In anderen Worten, dies ist nicht für dich gemacht. Dies ist für eine ganz bestimmte Zielgruppe gedacht, die normalerweise sich im tiefsten des Internetreichs aufhält. Doch es gibt andere Dinge in diesem Anime, worüber man sich beschweren kann. Bevor wir über die Charaktere reden, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass dies eine Adaptierung von einem Dating-Simulator ist. Ich erwähne dies, weil üblicherweise ist der Hauptcharakter in einem Dating-Simulator sehr einseitig. Einfach aus dem Grund, weil du dir vorstellen sollst, dass du der Charakter in der Geschichte bist, der zu den Charakteren eingeführt wird, sich dann den Charakter aussucht, den er mag, und dann mit ihm zusammenkommt. Das Problem dabei ist, sowas funktioniert nicht wirklich in einem Anime. Jedenfalls nicht für mich. Hier gibt es absolut gar nichts Interessantes, was über die Persönlichkeit von Yui sagen kann, außer dass sie einfach nur nett ist und mit sich umspringen lässt, wie es den Vampiren gefällt. Ich kann auch nicht wirklich Mitleid mit ihr haben, weil sie wurde so offensichtlich gemacht, dass sie wie Müll behandelt wird, dass ich mich weigere, einfach so mitzuspielen. Und im Nachhinein ändert sich auch nicht wirklich ihr Verhalten oder lernt irgendwas Bedeutsames oder so. Sie ist einfach langweilig. Und die Vampire? Nun, man nimmt 6 Charakterideen, die in der Geschichte den gleichen Zweck erfüllen, gibt ihnen eine einzigartige Persönlichkeit, die sie von den anderen unterscheidet, dennoch immer noch in der Rolle passt und man gibt ihnen ein unterschiedliches Aussehen. In anderen Worten, 6 Charaktere, die sich nur von ihren Persönlichkeiten unterscheiden, aber sonst eigentlich gleich sind. Und man lernt in den Folgen relativ wenig über sie. Und wenn, dann hat es nur was mit ihrer Vergangenheit zu tun. Dies ist simpel gesagt eines der langweiligsten Animes, die ich bis jetzt angeschaut habe. Vielleicht sogar noch langweiliger als Aoni die Animation. Nach der ersten Episode fühlt es sich einfach so an, als würden sich die Geschehnisse wiederholen. Zuerst beginnt es damit, dass Yui sich einer der Vampire nähert und sich unterhält,
Danach läuft es praktisch gesehen so ab. Yo, ich bin ein Vampir. Gib mir Blut. Yui dann so, nein. Und dann beißt er Yui. Und das sieht man sich in 12 Episoden an, die 15 Minuten lang sind. Nach diesem Moment wird es nie wieder erwähnt und selbst Yui verhält sich, als wäre es niemals geschehen. Hier und da gibt es natürlich noch ein paar Andeutungen darauf, was uns demnächst erwartet und eventuell noch ein paar Rückblenden in die Vergangenheit. Doch hauptsächlich besteht es daraus, zuzuschauen, wie Yui wie Müll behandelt wird und danach gebissen wird. Das einzige wirklich Interessante, was passiert ist, so nach der Hälfte der Episoden, die abgeschlossen worden sind, geht dann einer der Vampire auf Yui zu und sagt praktisch gesehen das zu ihr. Yo, du wirst hier sterben. Nun ist der Moment, wo du ungeschadet entkommen kannst. Pack deine Sachen und geh. Und? Nun ja, wie man es normalerweise in Anime kennt, reagiert sie gegen ihren gesunden Menschenverstand und entscheidet sich dafür, in der Vampirwelle zu bleiben. Dies ist jetzt bereits eines der erzwungensten Momente, die ich bis jetzt in einem Anime gesehen habe. Doch die Begründung, weswegen sie das tut, macht sogar weniger Sinn. Sie bleibt in der Villa, weil sie mehr über ihren Vater herausfinden will. Ja, sicher. Bleib in der Villa mit blutsaugenden Monstern, die dich wie ein Stück Scheiße behandeln und oftmals sagen, dass sie dich umbringen werden, nur damit du mehr über deinen Vater erfahren kannst. Jeder würde sowas machen, oder nicht? Na, am Ende der ersten Staffel taucht dann der Bösewicht der Geschichte auf. Gottverdammt, wir benötigen unbedingt noch einen Konflikt. Der Bösewicht erweckt seine verlorene Liebe, was auch gleichzeitig die Mutter von drei der Vampiren ist, die ebenfalls dafür verantwortlich sind, dass sie umgebracht wurde. Und durchgeführt wird diese Wiederbelebung, indem ihre Persönlichkeit in Yui eingepflanzt wird. Und dies ist möglich, weil Yui das Herz eines Vampires eingepflanzt wurde. Und das belebt sie in Yuis Körper wieder. So praktisch gesehen ist es genauso, als würde ich in jemanden wiederbelebt werden, wenn ich denjenigen meine Milz geben würde. Dann, als sich dann alle versammelt haben, erklärt der Bösewicht seinen bösen Plan. Wie er seine Liebe und gleichzeitig den Rest der Familie umbringen wird, damit er das ganze Reichtum für sich beanspruchen kann. Ja, er belebt sie wieder, damit er sie wieder töten kann. Ist klar. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich gerade, als würde ich einen Heldencartoon aus der Kindheit anschauen. Jedenfalls stellt sich dann heraus, dass der Bösewicht richtig scheiße an seinem Job ist, weil er geglaubt hat, dass er 6 Vampire ausschalten kann und... ja. Yui kommt dann wieder zu Sinn, indem das Vampirherz angeschlagen wird und... alle sind aus irgendeinem Grund glücklich, dass Yui wieder zu Sinn gekommen ist. Ich meine, ist es euer scheiß Ernst? Und wenn ihr denkt, Staffel 2 ist anders, dann täuscht ihr euch. Yui wird von einer anderen Gruppe von Vampiren entführt. Diese Gruppe von Vampiren möchte sie für ein Ritual verwenden, wo sie Eva ist und jemand Auserwähltes wird zu Adam. Was dies zu bedeuten hat, ich weiß es nicht mehr. Ab diesem Punkt bin ich selig eingeschlafen und habe mir selber gesagt, akzeptier es einfach. Es ist bald vorbei. Und praktisch gesehen ist es derselbe Ablauf wie in der ersten Staffel. Was hast du erwartet, dass sie irgendwas Neues machen? Beide Vampirgruppen fangen dann an, sich um Yui zu streiten und sie wird dann später zurückentführt, wo sie sich dann gleich anhören muss, wie blöd sie eigentlich ist, dass sie sich entführen lässt. Euer scheiß Ernst? Das alles endet dann darin, dass eine dritte Macht auftaucht, die ebenfalls Yui haben will und beide Gruppen entscheiden sich dann vorübergehend, sich zusammenzutun. Und das ist dann der Punkt, wo der Anime einfach endet. Willst du wissen, wie der Kampf ausgeht? Nun, dann liest die Novel. Wenn ich ehrlich bin, ich habe nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Es ist einfach zu langweilig, um es wirklich empörend oder schockierend zu finden. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was sich ändern sollte.